Ja gut, Thalersatz beim Freunde fürs Leben, Bar Talk. Und hier ist er, Top-Typ, Top-Musiker, Top-Sänger, Berkan. Hi. Schön, dass du da bist. Ey, danke, dass ich da sein darf. Ich habe dich gerade entsprechend angekündigt und damit habe ich die erste Frage vorbereitet. Was ist denn dein Lieblingsinstrument und deine Stimme ist auch in dem Fall, zählt als Instrument? Das hat mich noch nie jemand gefragt, glaube ich. Ich würde jetzt einfach mal ganz langweilig das Klavier sagen. Ist doch schön. Ist auf jeden Fall schön. Ja. Aber ist jetzt keine Überraschung, glaube ich. Oder? Du hast schon relativ früh angefangen, Klavier zu spielen, ne? Also, und ich muss sagen, das ist jetzt, wenn ich... Dann rede ich von den Instrumenten, die ich selber spielen kann. Ja, das sind was auch ich immer beeindruckend finde, ist, wenn Leute so Streichinstrumente spielen. Ja. Spielst du selbst nicht? Nee. Okay. Habe ich mal versucht, einen brauchbaren Ton rauszukriegen. Ja. Hat nicht funktioniert. Was auch in Ordnung ist. Und Posaune ist auch irgendwie cool. Ich weiß nicht warum, es hat was. Swag. Ja, also ich meine, du bist auf jeden Fall multi-instrumentalistisch talentiert, kann man sagen. Dankeschön. Also Klavier hast du ja angefangen. Wie alt warst du da? 6. Was kam als nächstes dazu? Saxophon. Da war ich so 9, glaube ich. Ungewöhnlich, in so jungen Jahren Saxophon zu spielen. Das war an meiner Schule, war so ein Programm. Mhm. Da konnte man nach der 6. Stunde montags ein Instrument lernen. Und ich hatte Bock. Anscheinend. Machst du immer noch? Ja, klar. Ja, so ein bisschen, ja. Also, wenn ich Auftritte habe und so, ich spiele Saxophon. Also es ist sogar so, dass also das Saxophon kommt besser an, als wir gedacht hätten ursprünglich. So, die Leute beschweren sich, wenn ich keinen Saxophon spiele. Kannst oder wenn ich mal letztens bin ich bei der Veranstaltung von Freunden aufgetreten und der eine war so, ey, kannst du bitte einen Song mit Saxophon spielen? Und ich war so, ja, gerne. Saxophon ist immer so ein bisschen so ein heikles Instrument, weil man ja, also entweder du verbindest komplett andere Musikstile damit, mhm. also so Jazz und wenn es in der populären Musik auftaucht, dann, also so vor allen Dingen in der Rockmusik der 80er und 90er, dann hast du halt gerne mal so die Typen mit Sonnenbrille und Pferdeschwanz, die so ein Saxophon spielen, als wäre es irgendwie, keine Ahnung was. Damit schmalz ich schnell, weißt du? Ja. So was genau. Ja. Ich meine, in deiner Musik ist es komplett organisch integriert und überhaupt nicht schmalzig. Ja, danke schön. Ich gebe mir Mühe, was soll ich dir sagen? Ja. Ich versuche, dass es ein bisschen locker klingt alles. Das war mein Plan, als ich angefangen habe. Das ist sehr, sehr wichtig und das gelingt dir auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man jetzt hört, du hast da mit 6 und mit 11 und mit 9 und so. Das heißt, du hattest eine schon ziemlich musikalische Kindheit und frühe Jugend. Ja, auf jeden Fall. Meine Eltern haben sich Mühe gegeben, dass mein Bruder und ich irgendwie ein bisschen was zu tun haben. Generell oder auch musikalisch was zu tun? Nee, generell. Ja. Generell, dass wir so ein bisschen beschäftigt bleiben, dass wir keinen Quatsch machen, dass wir Sport hier, Musik da oder was auch immer, irgendwie, dass wir so eine Freizeitgestaltung haben. Da haben die, sind die schon gut hin und her gerannt, auf jeden Fall. Haben deine Eltern auch Instrument gespielt oder wart ihr einfach ein musikalischer Haushalt oder war es wirklich Beschäftigungstherapie? Nee, gar nicht. Also meine Eltern spielen keine Instrumente. Mhm. Also das war wirklich so. Ich glaube, es war so, dass irgendwie, ich habe irgendwann nämlich mal gefragt, weil die Frage aufkam, irgendwie ein Freund von meinem Vater ist in eine kleinere Wohnung gezogen, hatte keinen Platz mehr für sein Klavier und mein Vater meinte, komm, wir nehmen das. Ah. Ja, ist ein Zufall, aber der hat sich ja dann auch ausgezahlt. Also ein bisschen besser ausgezahlt, als sich meine Eltern erhofft haben, glaube ich. Weil das ist nicht deren Traum gewesen, dass ich Musiker werde. Die haben auf jeden Fall da ein bisschen zu knabbern gehabt am Anfang. Wann hast du selbst gemerkt, dass du da was draus machen könntest? Und wann haben deine Eltern das mitgeschnitten, dass man das fördern könnte? Das war alles 2012 ungefähr. Weil da sind einfach so ein paar Sachen in meinem Leben. Ich war in der Uni. Und ich dachte, ich will keine Musik studieren und so, weil ich dachte, das würde so ein bisschen die Liebe da rausnehmen. Und ich hatte Angst, dass dann sich irgendwann wie so eine Hausaufgabe anfühlt und darauf hatte ich keinen Bock. Und dann sind aber irgendwie in dem Jahr sind so 2 Personen, die ich kannte, relativ plötzlich verstorben. Und gleichzeitig, so im gleichen Zeitraum, hat ein Kumpel das erste Mal so einen Verlagsdeal unterschrieben und so 20.000 Euro kassiert oder so. Was damals, also ist immer noch viel Geld, aber damals war das so richtig so, was? Mhm. Weißt du, weil mittlerweile ist man jetzt ja in der Branche und man hat hier und da mal schon ein paar Zahlen gehört. Und, und das war so beides, weil wir haben alle immer Musik gemacht, meine Freunde und ich. Aber ich hatte nie irgendwie den Anspruch, damit Geld zu verdienen oder
Geld damit zu verdienen war so voll weit weg, es war gar nicht realistisch oder ja. so. Und dann sind halt, da haben wir leider zwei Verluste erlitten und da war ich so, einmal war ich so, ah krass, ich könnte einfach jeden Moment tot sein und dann war ich einfach den ganzen Tag in der Schule mein Leben lang, abturn. So, und dann war auch noch dieses, ach krass, ist es nicht mal so an den Haaren herbeigezogen, mit Musik Geld zu machen. Und dann war ich so, ja, dann muss ich wohl irgendwas machen im Leben, woran ich Spaß habe. Ja. So, und dann von da ging es so, da habe ich mir das in den Kopf gesetzt. Du bist ja in Kreuzberg aufgewachsen, Berlin-Kreuzberg. Und so wie ich das gesehen habe, hast du ja dann was sehr, sehr gut in der Schule und bist dann von der Schule in Kreuzberg auf eine in Wilmersdorf gewechselt. Ja. Also ich meine, Kreuzberg ist ja mehr als nur ein Wohnort. Für die meisten ist es dann halt so, ja, also für mich, der ich auch schon seit 20 Jahren da lebe, ist es halt auch ja, so eine Attitude und ja, ich bin auch kaum aus Kreuzberg rausgekommen in diesen 20 Jahren, weil es magst da. Und wie war es denn für dich so, zu der Zeit aus Kreuzberg raus dann auch noch nach Wilmersdorf zu kommen? Damals habe ich mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe schon gecheckt, dass die irgendwie alle aus anderen Gegenden kommen oder dass, wenn mal ein Klassenkamerad aus Charlottenburg so mich besuchen wollte, dass seine Mama so ein bisschen hysterisch geworden ist oder ja. so. Weißt du, ich kenne auch Freunde aus Kreuzberg oder Neukölln, wo deren Freunde ihre Eltern angelogen haben, wenn die ihn besucht haben, weil die gar nicht nach Neukölln durften oder so. Aha. Aber ey, jetzt irgendwie Kreuzberg so auf ein paar Sätze runterzubrechen, ist unmöglich für mich irgendwie. Aber ja, das war halt irgendwie, also für mich, durch mein Leben zieht sich so eine Mischung irgendwie, weil die meisten Leute in Kreuzberg waren irgendwie relativ arm, und weil es war ja damals so eine Art so sozialer Brennpunkt und so. Und wir waren auch da, aber wir waren nicht arm unbedingt, so, weil meine Eltern haben ganz gut verdient. Die haben so einen akademischen Background. Genau, genau. Und die haben aber einfach da, wo die vorher gewohnt haben, wollte der Vermieter keine Ausländer im Vorderhaus oder so. Und die wollten nicht mehr im Hinterhaus wohnen. Welchen Bezirk war das? Steglitz, glaube ich. Aha. Und deswegen sind die überhaupt nach Kreuzberg gezogen, weil die da eine schöne Wohnung bekommen haben. So. Ah, okay. Es war damals irgendwie 100, schieß mich tot, Quadratmeter Wohnung für 500 Mark. Und die Leute meinten zu meinem Vater, warum zahlst du so viel Miete? Ja. Irgendwie sowas. Und von daher, ja, wenn wir sind in Kreuzberg aufgewachsen und da hat man ein bisschen Scheiße gesehen. Da, weißt du, also jetzt so ein paar Junkies oder ein bisschen Kriminalität oder ein paar Sirenen, das ist nichts Ungewöhnliches so für uns. Und ich sag immer, man merkt stark, wenn Leute aus einer Gegend kommen, wo es keine Kriminalität gibt oder so. Wenn Leute, die sind immer mit so einer gewissen Naivität, laufen die durch die Welt. Ja. Und ich finde, das merkt man sehr schnell. Aber vielleicht sind wir auch einfach nur paranoid. Also, vielleicht sind wir auch immer nur aufs Schlimmste vorbereitet, ich weiß nicht. Ich wohne da nicht mehr, aber in Berlin kann man sich eh nicht mehr aussuchen, wo man wohnt. Nee. Man nimmt die Wohnung, die man kriegt. Ja. Aber ich wollte auch irgendwann raus. Weil es hat sich so sehr verändert und so. Und ganz am Anfang, als so die Gentrifizierung losging und auf einmal alles teurer wurde und auf einmal von überall Leute auf einmal in Kreuzberg abgehangen haben, haben wir uns aufgeregt. Das ist so 2010 losgegangen irgendwann oder so. Mhm. Also so am 20er, Anfang 20er. Und irgendwann haben wir aufgehört, uns aufzuregen, dann haben wir es akzeptiert. Aber ich krieg's manchmal nicht aus mir raus. Manchmal bin ich immer noch da und bin so, ah, oh, ist das nervig. Und dann bin ich froh, dass ich woanders wohne. Inwiefern ist es aber immer noch eine Inspiration für deine Musik, dass du da aufgewachsen bist? Ey, wie ist das keine Inspiration? Also ich würde mir, Digga, das ist das Krasseste einfach, weißt du? Weil wir haben alles gesehen bei uns. Also natürlich sagt man, ey, da waren viele Türken, viele Ausländer und viele arme Leute, aber so ein bisschen gab's alles bei uns. Und von irgendwelchen deutschen Lehrern, die eine Wohnung gekauft haben, zu halt irgendwelchen Gastarbeitern, gab es bei uns ja. alles. Und ich meine, wir haben alles Mögliche gesehen. Und bei uns gibt es gutes Essen und auch mal eine Schlägerei damals oder so. Weißt du, also, wie soll man das zusammenfassen? Das ist geil, der geilste Bezirk aller Zeiten. Wirklich, lauf mal im Sommer da durch. Sehe ich auch so. Weißt du, ich meine. Ich bleib da auch, bis ich umfall. So hundertprozentig. Ich meine, es ist ja auch so, in deinen frühen Songs hast du ja auch oft vom Broke-Sein gesungen, so Einzimmerwohnungen am Kotti hängen und so. Ich meine, offensichtlich haben sich ja ein paar Dinge geändert in deinem Leben. Gott sei Dank. Ja, hättest du wahrscheinlich auch nicht so for life gebraucht, so die Zeit damals. Also du hast ja auch dafür gearbeitet, dass sich was geändert hat. Ja. Was sind denn so verglichen mit der Zeit heute so deine Sorgen, aber auch so Gedanken und Routinen verglichen mit damals? Ich habe gemerkt, dass ich mir einfach also Sorgen machen hat, glaube ich, nicht mal so oft was mit den tatsächlichen Problemen zu tun, sondern damit, ob man sich Sorgen macht oder nicht. Weißt du, weil ich dachte früher immer so, ich habe mir sehr viele Sorgen gemacht in meinem Leben. Weißt du, sei es um Geld oder sei es
um was mache ich mit meiner Zukunft oder sei es um meine Sicherheit oder so. Ich immer, das hat immer gerattert irgendwie so. Mhm. Und irgendwann habe ich gecheckt, dass es, also ich habe Geldsorgen mir gemacht, egal ob ich 20.000 Euro oder 200 Euro auf dem Konto hatte. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es... Woher kam das? Boah, das ist eine gute Frage. Meine Theorie ist, also wie gesagt, wir hatten eine gute Kindheit, aber meine Eltern sind halt relativ arm aufgewachsen. Ja. Und die hatten immer Angst, dass wir irgendwann so mit nichts auf der Straße stehen. Mhm. Weißt du, als denen gehört haben, wir machen Musik, da war mein Vater, ja, ja, aber dann studier Musik, weil dann kannst du immer Lehrer werden. Und, okay. Und das heißt ja, du kannst immer Lehrer werden, in Klammern, falls alles schief läuft. Und ganz viel von diesem, ah, falls alles schief läuft, darauf muss man irgendwie vorbereitet sein. Klar, für sie war das natürlich überhaupt nicht selbstverständlich, dass sie irgendwann mal ein gutes Leben hatten, genau, hier in Deutschland. Ne? Weil die, ich glaube, die größte Angst von meinen Eltern ist so, dass, dass wir die gleichen Probleme irgendwie durchmachen müssen, wie die mal irgendwie gehabt haben oder so. Und dadurch, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich immer so ein bisschen, mir immer Sorgen gemacht habe einfach. Und das ist auch nicht unbedingt weg. Ich merke es nur mittlerweile und kann so ein bisschen aktiv gegenarbeiten. Ja. Aber zurzeit habe ich nur Luxusprobleme, das ist super. Interessant, weil also man sagt ja auch immer, dass wahre Probleme Kreativität freisetzen in der Musik und dass Luxusprobleme einen eher am Kreativsein hindern. Ist es bei dir ähnlich? Also wir können mal beispielhaft arbeiten. Ich probiere es. So, mein letztes Luxusproblem war, dass wir 2 Wochen nach Brasilien fliegen und ich überlegt habe, ob ich noch eine Woche Kolumbien ranhänge. So? Ja. Sehr schönes Problem. Ist es? Und ich glaube nicht, dass es kreativ meine Kreativität blockt. Ich glaube, das ist ganz geil. Also klar, im Prinzip alles, was man erlebt, kann man ja aber in Kreativität bündeln. Ja, aber ich meine, wenn man sich einfach mal... Natürlich dort, wo irgendwie die Leute, wo die Leute nicht viel haben, da kommt im größten Teil die Geistesmusik her irgendwie, wenn man sich das, wenn man mal auf die Geschichte guckt. Ja, also klar, Kunst braucht ja immer so ein bisschen Reibung und auch so eine gewisse Fallhöhe. Aber ich meine, du hast ja, wie du sagst, auch schon viel gesehen in deinem Leben. Mhm. Und offenbar gelingt es dir ja, nicht zu vergessen, wo du bzw. wo deine Familie herkommt und trotzdem nicht total abzuheben, weil du jetzt schon so viel erreicht hast in deinem Leben. Ich glaube, da spielen mehrere Sachen bei mir eine Rolle. Zum Ersten habe ich immer, also ich habe meine Erfolge ganz lange gar nicht gemerkt. Weil immer, wenn ich was erreicht habe, sagen wir, ich habe... Wirklich nicht gemerkt oder wolltest du es nicht mehr? Nee, ich habe mich immer mit verglichen. Weißt du, ich habe mir das selber nicht zugestanden. Wenn ich sagen will, ich hatte das erste Mal damals irgendwann ein Venue mit 500 Leuten ausverkauft, was an sich für die damalige Zeit dann voll der schöne Schritt war, war ich so, ah ja, aber die anderen spielen vor 3.500 Leuten. Und wenn du das machst, dann fängst du an, Geld zu verdienen. Dann kannst du dir was drauf einbilden und so. Und das habe ich mit fast allem gemacht. Mhm. So, bis ich das irgendwann gemerkt habe. Weil ich gemerkt habe, dass ich mich gar nicht drüber freue. Und auch so, das war so ganz komplex behaftet. Und dann mich auch dementsprechend irgendwie klein fühle. Und denke, ja, brauchst du jetzt nicht auf deine 500 Tickets einbilden oder so. Und ob man jetzt auf dem Boden bleibt oder nicht, weiß, vielleicht bin ich auch gar nicht auf dem Boden geblieben. Also ich bestelle auf jeden Fall das Essen im Restaurant mit einer anderen Selbstverständlichkeit als noch vor 10 Jahren. aber vielleicht kommt es dann einfach darauf an, ob man ein Arschloch ist oder nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht finden auch Leute, es gibt auch bestimmt Leute, die denken, ich bin ein Arschloch. Ich kann ganz gute Spiegel gucken. So, das ist mir das Wichtigste. Ja, wahrscheinlich bekommst du ja auch von deiner Familie entsprechend Feedback, oder? Die werden dir schon sagen, wenn da was in eine falsche Richtung läuft. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich, so, ich glaube, so meine Geschwister oder so, die hätten kein Problem mehr zu sagen, dass ich meine Schnauze halten soll. Im Gegenteil. Ja, denke ich mir. Und meine Eltern, keine Ahnung, die sind so. Ich weiß noch, wo ich in meine neue Wohnung gezogen bin und die war teurer als das, was ich ausgeben wollte. Und ich habe einmal meinen Vater angerufen, einfach nur, weil ich nicht, um ihn zu fragen, ey, soll ich das machen, sondern ich wollte einfach kurz so eine Meinung von außen, spinne ich, dass ich jetzt so viel Geld für eine Wohnung ausgebe. Mhm. So. Und ich war so, hey Papa, ich war gerade in einer Wohnung und die ist echt ganz schön, die gefällt mir, aber die kostet 1.000 Euro im Monat und ist nicht so groß und so viel wollte ich auch. Und mein Vater war so, kannst du dir leisten? Und ich war so, ja. Und er war so, ja, dann viel Spaß. Und der ist eigentlich eher der Typ gewesen, der immer so, hast 5 Euro dabei? Nicht, dass deine Freundin Kaffee trinken wollen und du keinen. Ja. Das heißt, der war von, ich bin der Meinung, dass ich von ihm so ein bisschen meine Geldpanik hatte immer. Mhm. Aber ich habe vergessen, was die Frage war. Ich wollte einfach nur eine Geschichte erzählen. Nee, die hat schon voll dazu gepasst, weil da ging es halt so ein bisschen darum,
dass man halt eben weiß, so wo man herkommt und entsprechend geerdet ist dann. Was war denn der Punkt in deinem Leben, an dem du das erste Mal das Gefühl hattest, okay, ich glaube, jetzt habe ich es so ein bisschen geschafft. Das ist das, was ich mir so als Erfolg so ein bisschen erträumt habe. Als man angefangen hat, Musik zu machen, da war so mein Ziel eigentlich, dass ich aufhören kann zu jobben. Ne? Wenn man von Musik leben kann, ja. So, dann ist es schon mal erstmal geil. Dann ist die erste Etappe erreicht auf jeden Fall. Und irgendwann war ich immer so, ich habe mich erwischt dabei im Kopf, wie ich immer so, wenn ich es mal geschafft habe oder wenn ich das geschafft habe oder wenn ich mal das erreicht. Aber irgendwann war ich so, Bro, was machst du denn an deinem Tag? Du machst deine Musik und wenn du und du kannst Urlaub machen und du hast eine schöne Wohnung und dein Kühlschrank ist voll und wenn der nicht voll ist, dann kannst du rausgehen und was kaufen. Mhm. So. Und ich war so, und jetzt rein, natürlich gibt es davon verschiedene Levels, so, weißt du? Aber ich meine, so rein lebenstechnisch, das ist es doch. So, wenn du jetzt Millionär wärst, würdest du im Prinzip den gleichen Scheiß machen. So, ich mache meine Musik und ich kann davon leben und ich kann gut davon leben und ich habe meine Freunde und Familie und alle, die am Leben sind, sind am Leben und gesund. Und dann weißt du, du hast es schon geschafft. So, aber du checkst es gar nicht. Weißt du, du hast es schon, alles, was, also das, was du immer sein wolltest, das hast du schon gepackt. Und das war so vor einem Jahr oder so. Und da, das war ein sehr emotionaler Moment für mich. Und das war so, okay, krass. Gut zu wissen. Weißt du? Ja, und dann weißt du, da kann man auch stolz auf sich sein. Irgendwie. Und ja, und ich meine, ich glaube auch dieses Nicht-Vergessen, wo man herkommt, ich glaube, es hat viel auch damit zu tun, ob man zu schätzen weiß, was man hat oder so. Mhm. Weißt du, wie gesagt, wenn man was erreicht und nur auf die anderen guckt und sagen, ah, okay, der hat aber eine 16.000-Euro-Uhr am Arm. Und ich glaube, das hört auch nie auf. Weil sagen wir, ich hole mir dann eine Uhr für 16.000 Euro, dann hat der Nächste eine für 50.000 und dann hole ich mir die und dann hat der Nächste eine für 250.000. Und ich glaube, das hört nie auf. Ja. So, weißt du, so, es gibt immer eine schönere Wohnung, es gibt immer eine Wohnung mit einem Stockwerk höher, es gibt immer noch eine Wohnung, die näher am Strand ist oder Gott sei Dank, da muss man sich, kann man sich ja drin verlieren. So. Aber klar, umso wichtiger ist dann so ein Punkt, an dem man sagt, so, okay, also ich habe allen Grund, hier mal glücklich zu sein. Jetzt. Ja, 100%. Ja. Also das fängt bei den kleinen Dingen an, natürlich, weil ich bin auch glücklich dafür, dass ich einfach gesund aufwache und in Sicherheit bin und es meiner Familie gut geht, weißt du? Und das ist auch, wie gesagt, das Gleiche mit 500 verkauften Tickets oder 50.000 verkauften Tickets. Ja. Es gab in deinem musikalischen Wirken zwischendurch mal eine 3-jährige Pause und nach dieser Pause erschien dann dein Album Drama. Und jetzt kam ja als letztes von dir eine EP, ist das, ne? Rahat raus. Über die Umstände, was diese beiden Platten betrifft, da wollte ich mit dir im dritten Teil gerne sprechen, unseres Talks. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen breiter auf die letzten Jahre zurückgucken, was sind denn die Sachen, an die du am liebsten zurückdenkst aus den letzten 1, 2, 3 Jahren? Was sind Sachen, an die ich gerne zurückdenke? Also ich muss auf jeden Fall sofort an das letzte Berlin-Konzert denken, von meiner letzten Tour dieses Jahr. Mhm. Weil ich mache, mein DJ und mein Manager sind ja auch meine Brüder. Ja. So, und wir haben das schon immer zusammen gemacht. Und meine Familie war da und nach dem Konzert lagen wir uns einfach in den Armen und haben so ein bisschen, also wir haben nicht geredet, aber wir haben alle gewusst, was diese Umarmung bedeutet irgendwie, okay, cool. Und wo die herkommt und so. Und das war ein sehr rührender Moment. Und tatsächlich danach kurz, weil nach dem Konzert geht man ja kurz duschen und umziehen und so. Und dann bin ich kurz, habe ich die zwei Leute, die bei mir im Backstage waren, so rausgeschickt. Und dann habe ich mich einfach kurz hingesetzt und saß da eine Minute alleine. So, und habe kurz so, ja, so einfach mal kurz begriffen, was eigentlich abgeht. Ja. So, und wie schön das alles ist. Und das ist auf jeden Fall ein Moment, der mir so sofort einfällt. Also, cool. Weil da kam auch ein bisschen alles zusammen. Weißt du, das war ein familiärer Moment, das war ein emotionaler Moment für mich, es war eine Etappe karrieremäßig, da kam so einmal alles zusammen. Ja, super. Worauf freust du dich in der näheren Zukunft? Ich spiele nächsten Monat eine Tour, darauf freue ich mich sehr. Und das ist auch so ein Format, was wir 5 Jahre nicht mehr hatten und jetzt zurückbringen. Das wird sehr lustig, glaube ich. Weil ich habe vor 5 Jahren mal so eine Art Late-Night-Show gehabt, so eine Mischung aus, ich sitze am Klavier und spiele ein paar Songs. Ja. Und es kommen auch ein paar Leute vorbei und wir labern ein bisschen Scheiße. Und das war immer sehr funny, es hat sehr viel Spaß gemacht und das machen wir jetzt als Tour. Da bin ich,
auch ein bisschen neugierig, weil wir noch, weil es ist so lange her, dass wir das gemacht haben und es war immer ein bisschen so Freestyle verbunden, also es ist immer so ein bisschen, niemand weiß genau, was passiert und deswegen bin ich sehr neugierig und ich wollte schon immer mal den Karneval in Brasilien sehen und das haben wir jetzt geschafft zu buchen im Februar und darauf freue ich mich auch sehr. Super. Ja, wirklich, das ist so, jedes Jahr war ich so, ah, was, ich hab's schon wieder nicht geschafft, auf den Karneval zu gehen. Ja. Und da sind wir jetzt ein paar Freunden. Klingt doch mega. Absolut, ich bin... Also ich freue mich auch wegen der Sonne an sich. Ich freue mich einfach irgendwo zu sein, wo die Sonne die scheint. Die hast du da zu der Zeit natürlich. Und die Leute ein bisschen tanzen und lächeln und das reicht schon. Und dann esse ich so einen Eintopf oder so, ich weiß nicht. Stark. Freue mich schon mal für dich mit. Dankeschön. Ja, super. Wir sind am Ende des ersten Teils. Geil. Im Bartalk angelangt. Wäre schön, wenn ihr auch beim zweiten, dritten und vierten dabei seid. Als nächstes gibt es dann das Assoziationsspiel. Guckt es euch gerne an. Wer kam bis hierhin? Vielen Dank. Dankeschön. Danke an euch.